Guten Abend. Die Hoffnung lebt beim 1. FC Saarbrücken. Die Hoffnung, vielleicht doch noch in die zweite Liga aufzusteigen. Gestern hat der FC sein Nachholspiel gegen Unterhaching 2:1 gewonnen. Damit bleibt der FCS im Rennen. Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Matthew Genet schön. Geschafft. Der zweite Sieg in Serie. Doch nach dem 2:1 gegen Unterhaching gestern erstmal tief durchatmen. Ja, es war ein harter Kampf. Ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, englische Woche. War ich ein bisschen überrascht, war auch schon ein bisschen träge, ein bisschen schwere Beine. Zwar gibt Saarbrücken in der Anfangsphase den Ton an, bekommt nach 26 Minuten aber direkt einen ab. Die Gäste aus Unterhaching gehen durch Matthias Fetsch quasi mit der ersten Torchance direkt in Führung. Mit Rückständen geht der FCS in dieser Saison aber besser um als mit Führungen. Nur 7 Minuten später Luca Kerber auf Tim Ziveya und der rein ins Glück. Wie schon am Wochenende in Dresden, Ziveya, der FCS-Dosenöffner vor der Pause. Die Mannschaft dann gut auf den Rückstand reagiert, dass wir da das 1:1 gemacht haben. Ich glaube, zweite Halbzeit dann mit dem 2:1 richtig guten Start gehabt in die Halbzeit rein und da besser gespielt. Und wieder sind es die jungen Wilden. Diesmal Rollentausch. Ziveya legt auf, Kerber legt ein. Der FCS dreht das Spiel. Co-Produktion mit Ansage. Da war eigentlich schon eine ähnliche Szene gegen Dresden. Da hatte ich schon in der Halbzeit mit Tim gesprochen. Da hat er gesagt, genau den Laufweg, den ich da gemacht habe, den soll ich ruhig mal häufiger machen. Da chippt er ihn rein. Und da hat es heute schon direkt funktioniert. Danach offener Schlagabtausch. Haching immer wieder gefährlich. FCS-Keeper Schreiber aber zur Stelle, wenn gebraucht. Das Spiel bis zum Ende offen, auch weil der FCS die Vorentscheidung immer wieder liegen lässt. Wie Steele und Biada 5 Minuten vor Schluss. Wir haben es verpasst, dann das 3:1 zu machen. Möglichkeiten hatten wir, dann wird es nicht mehr so auf Biegen und Brechen irgendwo eng. Der Schluss gehört dann nochmal Luca Kerber. Der Wechsel in die Bundesliga zum Saisonende ist fix. Spiel 1 nach der Verkündung mit Tor und Vorlage. Ein echtes Ausrufezeichen. Ich glaube, ich habe ein ordentliches Spiel gemacht. Will mich aber jetzt gar nicht zu viel rausheben. Ich glaube, Tim macht auch ein Tor und eine Vorlage, macht auch ein richtig gutes Spiel. Auch hinten haben wir super viele lange Bälle wegverteidigt. Deswegen, wir haben heute sehr, sehr gelitten, sehr, sehr gekämpft als Team und haben deswegen zusammen die 3 Punkte holen können. Viel Zeit zum Durchschnaufen gibt's nicht. Nach Dresden und jetzt Unterhaching kommt schon am Samstag der SV Sandhausen in den Ludwigspark.